Heute möchte ich Ihnen mal einen persönlichen Favoriten vorstellen. Das Weingut Reichsrat von Buhl. Klar, ich reihe mich damit in die Schar der zahllosen Bewunderer dieses Weinguts ein und es ist ja geradezu schon ein Modebetrieb geworden. Und natürlich haben wir es auch deswegen. Aber ganz klar muss ich sagen, warum persönlicher Favorit? Ich finde hier endlich mal die Weine, von denen ich schon lange geträumt habe. Das gilt nicht zuletzt auch für die Sekte. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, der Startpunkt unserer Beziehung zu Buhl. Weil ich bekam eine Probe vom Weingut Buhl reingereicht mit seinem Riesling-Sekt. Und ich habe den zu Hause aperitivartig in der Küche probiert, was ich sonst normalerweise nie mache. Ich war aber sehr, sehr neugierig und habe gedacht, ich muss unbedingt sehen, wie der ist, denn ich wusste ja die ganze Hintergrundgeschichte und habe diesen Sekt eingeschenkt ins Glas und habe schon bei dem ersten Duft schon auf die Entfernung hingemerkt, hier kommt was Großes auf dich zu. So war also die Beziehung von uns zu Buhl geboren. Wir haben dann hier diese kleine Kollektion übernommen. Und ich muss sagen, es macht sehr, sehr, sehr viel Freude. Nicht nur aus kaufmännischer Sicht, weil die Weine gut laufen, das ist gar keine Frage, aber sie sind einfach exorbitant gut. Das Weingut Buhl ist ein alter Betrieb, 1849 gegründet, lange Zeit im Familienbesitz. Es gab dann Schwierigkeiten, Niedergang und wurde dann gerettet von einem engagierten Unternehmer aus der Pfalz, Herrn Niederegger. Und seit dieser Zeit geht es aufwärts. Man hat natürlich investiert in alles Mögliche. Aber die Assets waren natürlich vorhanden, sprich die Top-Lagen und eine gute Arbeit im Weinberg und so, das war schon alles da. Nur die Vision war jetzt natürlich eine andere. Die Vision hat dann noch einen Extraschub bekommen, als der Kellermeister Mathieu Kaufmann zu Buhl kam. Der kommt von Bollinger, eines der größten, schönsten Champagnerhäuser, die es überhaupt gibt und hat dort sehr lange eben auch war verantwortlich eigentlich für den guten Geschmack dieses fantastischen Champagners. Was zeichnet Buhl eigentlich aus? Einmal haben sie, wie gesagt, natürlich die Top-Lagen, Deidesheim und Forst, da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt und das sind so auch die besten Lagen eigentlich in der Pfalz. Und dann pflegen sie den Riesling mit zum Teil wirklich sehr alten Rebstöcken. Das macht natürlich sehr viel aus. Das andere aber ist, dass Herr Kaufmann aus der Bollinger, aus der Champagne kommend, eine andere Vorstellung von Wein hat. Und die ist eher französisch. Das heißt, wir bekommen trockene, nervige, strukturierte, lange, trockenintensive Weine. Also nicht dieses Fruchtbetonte, was man heute sehr, sehr gerne überall findet. Auch renommierte Betriebe neigen wirklich immer wieder zu dieser doch recht fruchtbetont hat. Das ist, lässt sich auch gut verkaufen, das ist gar keine Frage. Seine Weine sind zum Teil eher kantig, wenn ich hier an den kleinen Gutsriesling denke hier, als wir den das erste Mal hatten, erster Jahrgang, den wir hatten, das war der 14er, wenn ich nicht irre, der hatte so viel Säure, dass ich gedacht habe, den werden wir nie verkaufen. Die Leute haben ihn aber trotzdem gekauft. Natürlich, das sind dann eben Essensweine, das ist kein easy drink, aber wenn man dann mal die größeren probiert hat, muss man einfach feststellen, dass es eine neue Dimension von Riesling ist. Und deswegen ist es auch mein persönlicher Favorit, ganz einfach deshalb, weil ich auch früher schon immer mal davon geträumt habe und gedacht habe, wenn ich Winzer wäre, würde ich doch mal versuchen, einen Riesling zu machen, der mich an einen weißen Bourgogner erinnert. Also diese trockene Intensität, die beispielsweise ein Pouligny-Montrachet haben kann, natürlich andere Gegend, andere Rebsorte und so weiter, andere Vinifikation, all diese Dinge spielen da eine Rolle. Und Riesling ist eben auch nicht Chardonnay, das ist mir völlig klar. Aber entscheidend in meinen Augen ist, dass man im Trockenbereich eine gleiche, differenzierte, großartige Intensität erreichen kann, wie jetzt beispielsweise eben mit besagten Bolognese oder auch großen Chablis-Weinen. Das scheint mir gelingt bei Buhl sehr gut und insofern muss ich sagen, ganz grandiose, ganz erfreuliche Weine, egal auf welchem Level man sich bewegt. Also wir haben jetzt hier in unserer Kollektion hier steht Armand, das ist ein Vorname von einem Familienmitglied aus früheren Zeiten. Des Süß, aber trotzdem schön strukturierter Wein, das ist einfach mal eine Spielerei. Hier haben wir den besagten Qualitätswein. Hier haben wir Kieselberg, das ist ein großes Gewächs und großes Kino, kann man dann auch ganz einfach sagen. Und hier haben wir einen Ortswein und den finde ich zum Beispiel besonders interessant, denn ich meine, ganz große Weine zu machen, ist natürlich ein Ding.
oder einen kleinen Standardwein zu machen. Aber hier mit so einem Ortswein, das heißt, man hat eine eingegrenzte Lage eben um Deidesheim herum. Hier wird eben Kieselberg und Maushöhle verwendet, was also eigentlich Top-Lagen sind. Also es ist jetzt nicht einfach so aus der Gemarkung im weitesten Sinne, was ja auch irgendwie legitim wäre, sondern sie haben eben ihre eigenen Spitzenlagen auf etwas niedrigem Niveau geerntet, sag ich jetzt mal. Und da kommt dieser Wein raus. Ich mache den jetzt mal auf und dann können wir den jetzt mal wahrnehmen. Wer sich noch an unser Wie gehe ich an einen Wein heran Video erinnert, Degustationstraining sozusagen, möchte ich nur sagen, wenn man die Farbe sieht, goldgelb, die fällt irgendwie auf. Das erwartet man jetzt zunächst mal nicht unbedingt, weil Riesling kann eher hell sein, kann auch grüne Flecke haben. Hier kriegen wir goldgelb. Naja, wir sind in der Pfalz, wir haben üppige Böden. Die sind auch mineralisch, das ist gar keine Frage, aber sie sind auch immer eben mit Lehm durchsetzt. Und man sieht es hier, und es ist natürlich auch ein dichter Wein, also man sieht es sehr schön an der Farbe, dieses Goldgelbe. So, schauen wir mal, wie er riecht. Ja, wunderbar. Fast eine kleine Feuersteinnote, sehr erstaunlich. Ein bisschen Frucht, ein bisschen Petrol taucht auf. Der Wein verändert sich jetzt natürlich unter Lufteinfluss. Sie können so einen Wein auch gut mal dekantieren. Brauchen wir halt eine Karaffe, die ein bisschen länger ist, dass sie in den Kühlschrank geht. Sowas gibt es, führen wir auch. Macht bei solchem Wein schon Sinn. Schönes Näschen, wunderbar. Schon eine erstaunliche Fülle in diesem Bereich. Vielleicht kann man das auf der Kamera sehen, wie das Glas sich beschlägt. Man merkt die ungeheure Dichte auch an diesem Glycerin-Abschlag am Glas. Was auch wieder da ist, ist die typische Rieslingsäure, gut eingebunden in einen vollen Körper. Es ist auch wieder ein Essenswein pur. Besagte trockene Intensität, wenn Sie den Wein runterschlucken, ist die immer noch da und er bleibt schön lange im Mund. Er ist wirklich eine ganze Weile noch vorhanden. Und das bitte für einen Ortswein. Was will man mehr? So, das war meine Einschätzung zum Weingut Buhl. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch so viel Freude mit den Weinen haben wie ich. Und alles Gute bei Pfälzer Wein von Buhl.